Hey Leute, ich bin seit langem mal wieder am Let's Playen. Und diesmal mit einer, ja, nicht kompletten Neuheit, aber zumindest einer Neuheit für Android. Das ist Star Admiral, für das iOS schon etwas länger verfügbar, für Android ist quasi gerade erst erschienen. Ja. Ich bin es halt auch selber aktiv am Spielen, wenn ich dazu komme natürlich. Ja, es ist, erinnert ein bisschen an eine mobile Version von Hearthstone. Allerdings, was ich besser finde, es ist halt also es ist mal was anderes. Es ist nicht immer dieses Fantasy-Genre, das meiner Meinung nach für dieses CCG-Genre ein bisschen zu sehr ausgeschlachtet wird. Ja, wie auch immer, ich starte jetzt erstmal das Spiel. Ja, wie gesagt, deutsches Entwicklerstudio. Ich bin das Spiel schon länger am Verfolgen. Es ist, wie gesagt, schon eine Weile auf iOS draußen. Ich habe lange darauf gewartet, das endlich auf meinem Android-Handy zocken zu können, beziehungsweise halt ein Let's Play davon machen zu können. Ja, es gibt im Prinzip drei Fraktionen. Wie ihr seht, ich habe auch irgendwie aus irgendeinem Grund das falsche Deck genommen. Egal. Also normalerweise spiele ich ein Schatten-Netzwerk-Deck. Aber aus irgendeinem Grund habe ich Moxo jetzt. Ach, egal. Das wird schon keine Weltuntergang sein. Wenn ich jetzt verliere, dann ist das halt so. Moxo haben relativ viele Zauber, beziehungsweise Manöver, wie sie hier im Spiel heißen. Autsch. Mein Gegner ist aus dem Imperium. Imperium hat relativ starke Karten und dann gibt es noch das Schattennetzwerk, was ist, relativ, das ist quasi das Pendant zum Rush-Deck. Ja, wie gesagt, ich habe lange drauf gewartet und es spielt sich sehr, also für die Hearthstone mögen, die werden wahrscheinlich auch dieses Spiel mögen. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt natürlich auch nicht mit nicht mit meinen Decks spiele, sondern mit komplett neuen. Auf meinem Handy habe ich natürlich da ein bisschen bessere Decks. Aber dafür ist der Account ja, dass ich euch mal ein bisschen was zeigen kann, auch so von Anfang an. Gibt auch ähnliche Effekte wie bei Hearthstone. Also hier sieht man zum Beispiel Todesröcheln quasi. Oh Mann, das wird hart. Wie gesagt, das ist eigentlich nicht mein Main Deck quasi. Und Moxo ist eigentlich auch nicht meine Klasse, sage ich jetzt mal. Yeah.
Aber das sieht trotzdem ganz gut aus, das Gewinnen. Würde euch sehr gerne, falls das noch ein Spot kommt, lasse ich den mal. Ja, ich würde euch sehr gerne gleich noch zeigen, wie die Map aufgebaut ist. Das Problem ist, ich habe da dummerweise nicht mehr dran gedacht, abzuwarten und habe dann dementsprechend erstmal alles, was da auf der Map noch so verteilt ist, was man da täglich mitnehmen kann, schon eingesammelt. Aber das werde ich euch dann, ja, vielleicht im nächsten Video, vielleicht im übernächsten, mal gucken, wie viele Videos ich heute mache, werde ich euch das zeigen. So, und damit haben wir auch schon gewonnen, auch, ja, so komisch gespielt war. Naja, aber ihr habt das Spiel zumindest mal gesehen. Wie gesagt, das spielt sich sehr ähnlich wie Hearthstone, hat halt den Vorteil, dass es auch fürs Handy verfügbar ist. Was ich persönlich als sehr großen Vorteil empfinde, weil ich habe auch nicht immer Lust. Oh, da kriegen wir sogar noch ein Booster Pack. Ich habe auch nicht immer Lust, mich jetzt nach der Arbeit oder so noch an den PC zu setzen, beziehungsweise nach der Schule. Das ist irgendwie. Das ist ein richtiges Booster Pack. Oder nur so, ja, das scheint ein richtiges zu sein. Ja, dann seht ihr auch direkt mal die Booster Packs. In den Booster Packs sind 3 Karten enthalten und die Chance, zumindest war es früher so, ist die Chance auf ein Mini Booster Pack. Dann habt ihr hier unten quasi noch so ein Booster Pack abgebildet. Hatte ich jetzt in der Version vom Spiel noch nicht, aber das heißt nichts, weil ich habe jetzt auch erst ein paar Spiele gemacht. So, da habt ihr kurz die Daily Quest gesehen. Hier seht ihr, ne, für jeden dritten Sieg 25 dunkle Materie, mit dem ihr dann auch wieder Booster Packs kaufen könnt. Hier seht ihr die XP. Ja, das Spiel ist eigentlich relativ leicht verständlich. Ihr könnt es mit einem Touchscreen einfach steuern. Es ist sehr intuitiv, also ihr könnt da eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, wie ihr vielleicht merkt, die Videos werden wahrscheinlich sehr kurz werden. Aber ich will trotzdem nicht mehr als ein Match quasi pro Video machen. Ja, die Matches sind halt wirklich ausgelegt für unterwegs. Ja, für wenn man mal kurz 5 Minuten Zeit hat und. Also, ich glaube, mein längstes Match ging auch nicht über 5 Minuten hinaus. Hier könnt ihr nochmal gucken, was ihr so für Quests habt. Hier seht ihr, ne, die World Map, sag ich jetzt mal. Wenn ihr in die Mitte drückt, kommt ihr in das Matchmaking System. Ja, da kämpft ihr halt gegen menschliche Mitspieler. Das, was hier so rumfliegt, sind die verschiedenen Bots, gegen die ihr auch spielen könnt, gegen die ihr auch Erfahrung kriegt. Das hier ist ein Moxu. Das hier ist Shadow Network, Schattennetzwerk, whatever. Und das hier ist das Imperium. Gegen die könnt ihr halt auch spielen und EP sammeln. Aber ja, auf Dauer werdet ihr wahrscheinlich eh im PvP hängen bleiben. Vielleicht wird es in Zukunft auch mal Guides von mir geben, aber das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Jetzt werde ich mich erstmal wieder auf das Let's Playen konzentrieren und dann kommen ja jetzt auch bald die Weihnachtstage und ja. So, das war's auf jeden Fall jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr ein Ohr abgekaut. Bis zum nächsten Mal, euer Xero.